Die Gartenmauer vor dem Haus ist gefährlich. Für ihre zwei kleinen Kinder ist dieser Garten alles andere als sicher. Die unterschiedlich hohen Treppenstufen sind auch bedenklich. 40er Jahre? Auf jeden Fall alt. Könnte unter Denkmalschutz stehen. Wow. Eine Herausforderung. Oh my gosh! Take it all in. So, oh my gosh. Ich liebe diese Treppe. Oh my gosh. Viel schöner und nicht mehr so gefährlich. Komplett verändert. Die Treppe ist jetzt viel breiter und nicht mehr aus Beton. Finde ich besser. Fühlt sich gut an. Das ist ja toll. Hätte ich so nie erwartet. Diese Steine passen zu eurer alten Gartenmauer, die wir repariert haben. Hab ich gesehen. Ich bin froh, dass sie nicht mehr auseinanderfällt. Mein Rücken hat sich immer noch nicht ganz erholt. Der Vorgarten hat jetzt verschiedene Ebenen. Auf der rechten Seite haben wir das Gelände gelassen, wie es war. Aber statt Rasen gibt es nun jede Menge Pflanzen. Alles soll üppig bewachsen sein. Auch auf der Vorderseite, wo es keinen Zaun und keine hohe Mauer gibt. Das Grundstück soll offen und einladend wirken. Aber weiter oben gibt es eine neue Ebene, die wir eingezäunt haben. Hier könnt ihr als Familie Zeit verbringen, ohne euch um die Kinder Sorgen machen zu müssen. Die sind ja aus Ziegeln. Richtig. Dazu Holzsäulen, wie es sich für ein richtiges Craftsman-Haus gehört. Ihr wolltet die Tür besser zur Geltung bringen. Das ist euch mit der neuen Farbe auch gelungen. Gefällt sie dir? Die Farbe ist toll. Mir gefällt, dass sie nicht zu hell ist. Und die Farbe des Hauses? Vorher war alles dunkel und bedrückend, aber die helle Farbe strahlt nur so vor Energie. Fast wie ein Bett. Vom Eingangsbereich gelangt man auf die Veranda, von der aus ihr auf die Nachbarschaft blickt. Die Plattformen sind absolut kinderfreundlich. Der Zaun ist nicht hoch, aber hoch genug, um den Kindern zu zeigen, wo die Grenze ist. Genau wie wir es wollten. Das ist sogar noch besser. Es bricht mir das Herz, aber wir müssen den Vorgarten verlassen und uns die Rückseite ansehen. Oh, my goodness. Wie in einem Resort. In diesem Märchenland können die Kinder in der Mitte spielen, während die Erwachsenen mit Feuer machen und Dinnerpartys beschäftigt sind. Es ist für jeden was dabei. Am besten gefällt mir, dass wir von jeder Ecke des Gartens aus die Kinder in der Mitte sehen können. Genau, was Jamie wollte. Die Kinder können ungestört spielen, aber ihr habt sie immer im Blick. Bei einem Rundgang weiß man nie, was gleich um die Ecke kommt. Hier gibt's viel zu sehen. Machen wir uns auf den Weg. Hier eure Feuerstelle mit Sitzecke. Nach einer kurzen Rast geht's weiter.
Zählen wir die 400.000 Pfosten, die ich aufgestellt habe. Wieder so ein Rückenkiller. Mir gefällt besonders gut, dass die Feuerstelle direkt vor eurem Wohnzimmer liegt und so zu einem Teil des Hauses wird. Hier könnt ihr tagsüber viel Zeit verbringen. Ein Outdoor-Wohnbereich. Genug gechillt. Wollt ihr euren Essbereich sehen? Der Essbereich ist wirklich etwas ganz Besonderes geworden. Mit neoklassizistischen Säulen und kunstvoll geschnittenen Büschen, die sich durch den ganzen Garten ziehen. Aber das Highlight ist diese historische Glaskuppel. Die stammt aus einem Hotel in Memphis und passt architektonisch perfekt zu den antiken Säulen von der Vorderseite eures Hauses. Ich sehe mich schon hier draußen sitzen. Den Esstisch drinnen brauchen wir gar nicht mehr. Das war nicht alles. Gehen wir weiter. Wie das große Haus. Sogar die gleichen Pflanzen. Das ist ein Mini-Haus. Oh, ich liebe das. Wird Ihnen gefallen. Wir wollten euer historisches Haus für die Kids nachbauen. Du bist groß, aber dank des Dachgewölbes kannst du drinnen aufrecht stehen. Das Fenster ist das gleiche wie vorn. Es gibt sogar eine kleine Küche mit Tisch und Stühlen. Hier ist die Vogelecke mit Futterstation. Sie können von der Veranda aus Vögel beobachten. Die kommen sicher bald in Scharen. Sieh mal, was für ein toller Grill. Ja. Mehr Zeit für uns. Er meint die Küche, nicht mich. Auf der einen Seite Grill, auf der anderen Pizzaofen. Neben den Geräten gibt es viel Stauraum unter der großen Arbeitsfläche, auf der ihr entweder Buffets aufbauen oder Essen zubereiten könnt. Sieht alles großartig aus. Wir haben jeden Quadratzentimeter eures Gartens genutzt. Es gibt vier verschiedene Bereiche, plus die Mitte für die Kinder zum Spielen. Ihr habt viel mehr von eurem Grundstück. Es wirkt viel größer jetzt. Unser kleiner Garten bietet plötzlich so viel mehr. Wir waren anfangs nervös, aber das Ergebnis ist besser als alles, was wir uns erträumt haben.